C, G und D. Hört man das auch schon, ne? Es wird dann immer so zweimal gespielt. Hallo liebe Leute, hier ist Christian von Christians Hot Plays, der mit dem Hut. Ich heiße euch willkommen zu diesem Tutorial, zu dieser Videolesson zu All of Me von John Legend. Ach, das ist ein schönes Lied. Ich hoffe, ihr guckt euch das jetzt, dieses Video an, weil ihr dieses Lied auch so schön findet. Wir haben Klavier und Gesang. Mehr braucht man heutzutage nicht, ja? Und es ist schön, dass solche Leute mit solchen Liedern dann auch erfolgreich werden, ja? Und nicht nur irgendwie ein Rumser Beat dazwischen und irgendwie 0 auf 15 Texte, sondern es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Lied. Ist natürlich schnulzig, aber das ist egal. Ich werde euch das alles zeigen. Ja, ich habe die Klaviernoten und die Klavierakkorde auf die Gitarre übertragen und transponiert und wir werden das ganz, ganz easy jetzt gleich machen. Wir haben da drei Teile, Strophe, Bridge und Chorus und ja, dann werden wir das dann alles durchgehen. Übrigens, ich spiele heute dieses Lied mit der Takamine GD71C, die mir freundlicherweise Session zur Verfügung gestellt hat. Ne? Ist ein schönes Ding, guckt es euch einfach mal hier unter das Video, gibt es einen Link dazu, guckt euch die Gitarre einfach mal an, wenn ihr eine schöne, coole Gitarre braucht. Ansonsten gehen wir jetzt in die letzten und in das Tutorial rein, um euch dann zu zeigen, genau wie man spielt. So, also die Gitarre ist auf normal gestimmt, ja, und das Capo kommt in den ersten Bund. So, da ist erstmal das zu sagen dazu, ja. Wie gesagt, ihr könnt das auch entweder ohne Capo spielen oder auch mit dem Capo hin und her rutschen, ganz wie euch das gefällt. Ich habe gerade eine Gesangsschülerin, mit der ich das Lied mache und wir sind da gerade so am Schauen, was da für eine Tonart für sie am besten passt, weil das Problem ist, er singt sehr tief und geht später in dieses And You Give Me All, geht er sehr, sehr weit hoch, ja. Und das ist für Leute, die das nachsingen wollen, meistens da der Punkt, der sie zerstört einfach. Versucht's einfach mal. Ihr könnt jetzt mit den Akkorden sehr, sehr schön das Lied mitspielen, aber auch wenn ihr einen Gitarristen habt, dann sagt ihr, hier, spiel das mal, ich sing das, oder auch andersrum, ihr kennt jemanden, der singen kann und dann spielt ihr schön die Gitarre und dann, ja. Okay, wir gehen jetzt mal rein. Und zwar der erste Akkord ist ein E-Moll. Ich mach's jetzt ein bisschen schneller. Zeigefinger, zweite Mund auf die A-Seite, Mittelfinger, zweite Mund auf die D-Seite. Ihr seht das ja schön in meiner Head-Over-Cam. So. Dann seht ihr, also hier in den Tabs und beziehungsweise in der Akkordstruktur, seht ihr Vers 1, E-Moll, C, G, D. Das sind erstmal die Akkorde für die Strophe. Ihr seht jetzt aber hier über den Wörtern C Major 7. Das spielen wir jetzt erstmal so nicht. Ja, wir spielen ein ganz normales C. Das ist bezogen auf das Klavier, aber wir an der Gitarre können einfach nur E-Moll, C, G, D spielen und dann hört sich das genauso an. E, dann ein C. Wer natürlich gerne mal das C Major 7 mit mir ausprobieren will oder beziehungsweise auch später das E-Moll, A, D, D, 9 und so, kann gerne mit mir einen Videounterricht machen, aber dazu später noch mehr. Wir machen jetzt hier ein ganz normales C, Ringfinger, dritte Bund auf die A-Seite, Mittelfinger, zweite Bund auf die D-Seite, G-Seite bleibt leer, Zeigefinger, erste Bund auf die H-Seite und E-Seite bleibt auch leer. Ja, da müsst ihr schön die Hand ein bisschen nach vorne packen und auch so die Finger
schön von oben kommen lassen. Ansonsten, wenn ihr das abflacht, klingt unten an die E-Seite nicht. Und das ist ein bisschen schade beim C. Ah, das ist ein bisschen schade. So, genauso wie beim E. Wenn ihr das zu sehr abflacht, irgendwie so spielt, dann kommen die Töne nicht richtig. Schön von oben. Oh, ich sehe mein Mikro. So. Dann haben wir nach dem C haben wir ein G. So, jetzt gibt es zwei Arten von Leuten. Entweder die greifen das so oder greifen das normal Standard G so. Ich greife das jetzt erstmal so. Mittelfinger, dritte Bund oben auf der E-Seite. Ja, es ist auch ehemals ist das die 4. Ja, wegen dem Capo im ersten Bund. Ja. Mittelfinger auf den dritten Bund oben auf die E-Seite. Zeigefinger. Dritte Bund auf die A-Seite. Zweite Bund, nicht dritte Bund, ehemalige 3, wollte ich sagen. Ehemalige 3 auf der A-Seite ist jetzt hier der zweite Bund. D-Seite, G-Seite, H-Seite bleibt leer. Und dann entweder mit dem kleinen Finger oder mit dem Ringfinger. Unten dann den dritten Bund auf der E-Seite. Und dann haben wir da ein G-Dur. Ja, kriegt es gut hin. Eure Meinung ist mir übrigens sehr, sehr wichtig, ja. Schreibt es unter oder schreibt eure Meinung, Feedback, Wünsche unter dieses Video hier, ja. Wenn ihr Wünsche habt zu irgendwelchen Songs, unter das Video knallt. Habt ihr Fragen wirklich, die sich beim Spielen ergeben oder wollt ihr mir mal Feedback geben zu eurem Fortschritt oder zu dem Video, wie ihr das findet, ja. Bitte einfach unter das Video schreiben. So, G und jetzt kommt das D. D wie Dora, Donald Duck oder Dauerautismus. Das D spielen wir Zeigefinger, zweite Bund auf die G-Seite, Ringfinger, dritte Bund auf die H-Seite und den Mittelfinger auf den zweiten Bund auf die E-Seite und dann ab der G-Seite, dann runter. So, ab der G oder ab der D- oder A-Seite, wie ihr das möchtet, aber so ab der D-Seite ist halt standardmäßig. Auch da, wenn ihr das zu sehr abflacht, klingt unten die E-Seite nicht und das ist schade. Zumal, wenn ihr dann irgendwelche Spielrenzken machen wollt mit dem kleinen Finger, so D-Sus-mäßig, klingt das nicht schön. Hand nach vorne, Finger schön von oben kommen lassen. So, das ist jetzt erstmal die Strophe. E-Moll, C, G und D. Hört man das auch schon, ne? Es wird dann immer so zweimal gespielt. So, wir machen immer so einen Anschlag dreimal. 1, 2, 3, 1. Ihr merkt, der Anschlag ist immer so leicht versetzt. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1. Hört man ganz gut bei dem Song raus vom Klavier. Klavier spielt auch so. Dum, 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 dum. Ja, dann fängt er ja an, das zu singen, dieses What would I do without your smart mouth? Drawing me in and kicking me out. Got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. Ja, und so weiter und so fort. Kann man ganz cool dann mit der Gitarre mitspielen, nur wenn man diesen Dreier-Rhythmus macht. Dann dazu singen ist schon ein bisschen schwierig, da muss man ein bisschen geübt haben. Ansonsten könnte es auch erstmal so spielen. Würde auch gehen. Aber da kennt man nicht so richtig schön diesen Rhythmus und diese Struktur des Liedes. Und da würde ich euch das anraten, dann so zu spielen. Ich spiele das auch so. Ich mache da auch keine weiteren Anschläge rein oder noch irgendwelche Verzerrungen. Ich spiele es auch einfach. So. Danach. Nach dieser Strophe, die dann endet, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. Und bei alright wechseln wir von dem D, and I'll be alright. Und da hört ihr, da gibt es so einen kleinen Wechsel, ne? A-Moll. Moll, Mittelfinger auf den zweiten Bund auf die D-Seite, Ringfinger, zweite Bund G-Seite, Zeigefinger, erste Bund H-Seite. So.
Das ist das A-Moll. Das spielen wir dann bei Be Alright. Und dann gehen wir nämlich in die Bridge rein. Ich würde ihn eher Pre-Chorus nennen, aber hier in den Notenstein jetzt Bridge und dann habe ich das einfach mal belassen. A-Moll. Ja, spielen wir quasi Be Alright. Dann spielen wir es nochmal. My Head's Under Water. Kommt dann das G. But I'm. Und jetzt kommt eine ganz, ganz schwierige Stelle für die Sänger, weil es sehr tief wird. Bei kommt das D. I'm breathing. Und dann kommt fine. You're crazy and I'm. Kommt wieder das G. I'm out of my mind. Und dann kommt jetzt gleich der Chorus. Aber wir machen jetzt nochmal die Bridge, beziehungsweise wir kommen aus der Strophe raus. Be alright. Und jetzt dieses A-Moll bei Fine wird zweimal gespielt. Zweimal. Ja, wir haben dieses Alright. My Heads. Und da haben wir das ja eigentlich auch schon, ne? Bei Alright, bei der Strophe. Und dann My Heads. Da haben wir das auch A-Moll. Heads under water. But I'm breathing fine. Dann nochmal A-Moll. You're crazy. And I'm out of my mind. Cause all of me, cause all of you. So, jetzt kommen wir in den Chorus rein, ja. Übrigens so Bridge und sowas, das könnt ihr euch alles angucken. Ich werde davon auch ein Cover, ein Backing-Track machen, wie das genau alles gespielt wird. Könnt ihr euch dann da nochmal genau anschauen. So, Chorus. Cause all of me, ein G. Loves all of you. E-Moll. All of you. Love your curves. C. And all your edges. And your... Tut mir leid. Ich hab schon ein drittes Video hier gerade. Irgendwie ist kein Sauerstoff hier drin. So, wo war ich jetzt stehen geblieben? So, love your curves and all your edges and all your perfect. Da ist ein C, D, seht ihr jetzt in den Akkorden drin. Wir machen ein ganz normales D. Perfect imperfections. Das ist quasi das D zweimal. Give you all to me. I give my all to you. You're my end and my beginning. Even when I love, I'm winning. Bei dem zweiten D könnt ihr übrigens ein bisschen das D-Sus mit einbauen. Dann nehmt ihr einfach nur den kleinen Finger und geht auf den dritten Bund hier auf die E-Seite. Passt fast immer, wenn D kommt. Ja. So, nochmal den Chorus. Das ihr merkt, das ist länger, ne, als in der Strophe. Strophe wenn man 1, 2, 3, ne, Strophe war. So, und Chorus ist jetzt quasi doppelt so lang, ne, bei dem G. C. Und D. Ja, da habe ich dieses D-Sus jetzt mit eingebaut. Ja, und wieder G. So. Ja, give your all to me, give your all to you, beginning, bababa, da wo wir gerade waren, I'm winning. Und dann kommt die schwierige Stelle, wir sind ja da noch im D. Winning. Cause I give you all to me. Und da geht er ja auch hoch, die so. To me. Mhm. Ja, und da müsst ihr dann halt auch einfach weiter. So, D am Ende des Chorus und dann kommt wieder die Strophe. E-Moll. C. Und wieder G.
gerade gesehen, meine Head-Overcam war ein bisschen verschoben. So, und dann geht es so weiter. Dann kommt danach wieder die Bridge und dann kommt da wieder der Chorus. Wird einfach alles einmal dann wiederholt, ja. Und dann, wenn wir in dem Chorus waren, also wieder bei dem hohen Teil, oh, dann kommen wir quasi in einen alternativen Bridge. Wir spielen dann A-Moll, Cards on the Table, kommt das G. We are both, da kommt das D. Shoring Hearts, A-Moll. Dann nochmal das A-Moll, doppelt. Risking it all. Thought it's hard, D. Also A-Moll, G, D, zweimal A-Moll. A-Moll, G und D. Wer dazu die Noten und die Akkorde haben möchte zu diesem Lied, kann mich gerne anschreiben. Unter diesem Video ist ein Link direkt als erstes. Da kommt ihr auf meine Internetseite. Da zeige ich euch zwei Wege, wie ihr die Tablatur und die Noten bekommen könnt. Wenn ihr euch dann für einen Weg entschieden habt und das machen möchtet, dann schreibt mich dann dafür an und dann bekommt ihr dann die Tabs und die Akkorde dazu. Ja. Und dann, wenn ihr dann diesen diese Bridge gemacht habt, dann kommt nochmal der ganz normale Chorus. Und dann als Ende oder am Ende gibt es einen etwas alternativen Chorus. Oder was heißt Chorus? So halt nur dieses Cause I give you all of me. Dann macht er einfach nur bei dem All, macht er E-Moll, dann C und dann macht er G. Er geht dann nicht nochmal auf D zurück und dann nochmal E-Moll, C, G und das D. Schön ausklingen lassen. Ihr könnt es natürlich nicht nur immer nur einfach alles anspielen. Ihr könnt das auch super geil zupfen. Ja, zum Beispiel den Chorus. Irgendwie sowas, ne? Könnt ihr ruhig schön runterzupfen oder vielleicht auch ein bisschen. Moment, so. Irgendwie sowas, ne? Könnt ihr auch machen. Einfach ein bisschen frei damit, ein bisschen rumspielen. Macht das nicht so, dass ihr zu starr an diesen Videos und an diesen Vorgaben glaubt, sondern macht einfach euer Ding. Ja, das ist immer das Beste. Und wie gesagt, wenn ihr gerne besser, schneller vorankommen wollt, ja, dann nutzt meinen Videounterricht. Schreibt mich dafür an, da gibt es auch unterhalb des Videos, gibt es einen Link dazu, da stelle ich euch das Ganze mal vor, den Videounterricht, da gibt es auch so ein kleines Video, wo ihr mal so Live-Szenen euch mal anschauen könnt und jeder, der das nutzt, kommt auf jeden Fall viel schneller voran, als wenn er jetzt einfach nur hier die Videos dann nutzt. Da müsst ihr nur schauen, halt wegen den Terminen, da sind schon immer sehr, sehr viele voll. So, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Christian von Christian's Hot Place, der mit dem Hut. Macht's gut. Ciao, ciao.